Wo bitte geht's hier raus? Computerspiel wird in Neuwied jetzt ganz real gespielt. Ja. Herzlich willkommen zur Landesschau Rheinland-Pfalz. Wer gerne am Computer spielt, kennt die sogenannten Live Escape Games. Dabei muss man sich in einer bestimmten Zeit aus einem virtuellen Raum befreien, in dem man versteckte Hinweise findet und Rätsel löst. Dieses Spiel hat es in die Realität geschafft. Den ersten echten Raum dieser Art in Rheinland-Pfalz gibt es in Neuwied. Die Regeln sind einfach. Ein Team hat genau 66 Minuten Zeit, um aus dem Raum wieder rauszukommen. Weitere Regeln gibt es dann direkt vor Ort. Suchen, sammeln, kombinieren sind die drei Schlagworte, okay? Beim Live Escape Game in Neuwied geht es darum, sich als Team aus einem Raum zu befreien. Und zwar mittels Köpfchen. Eure Aufgabe besteht darin, die Wohnung von Herrn Schlabeck aufzusuchen. Er hat die für 66 Minuten verlassen. Und ihr habt 66 Minuten Zeit, herauszufinden, was er vorhat, das zu verhindern und lebend wieder rauszukommen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn der Raum, aus dem sich die Spieler befreien müssen, steckt voller Rätsel und die haben es in sich. Man geht mit der Einstellung rein, dass man das eigentlich locker packt. Aber hier steht nur einmal. Das ist schon ein bisschen schwerer als gedacht. Hier steht eine Nummer. Das Team muss alle Hinweise finden und sie dann sinnvoll zusammenfügen, wie bei einem großen Puzzle. Doch ganz allein sind sie nicht. Wenn es mal stockt, gibt es Tipps aus der Kommandozentrale von Spielleiter Oliver Grabus. Das ist schon eine sehr machtvolle Position, ne? Ich kann alles hören und alles sehen, was die vier da gerade machen. Und was ganz toll ist aber, die funktionieren wirklich sehr schön als Team, obwohl die sich ja gar nicht kannten. Aber die sind ein bisschen chaotisch. Also man sieht schon auf dem Tisch, dass sie ziemlich viel Chaos angerichtet haben. Um erfolgreich zu sein, muss man auch als Gruppe gut funktionieren. Ein positiver Nebeneffekt des Spiels. Damit die Illusion beim Spiel perfekt wird, hat der Veranstalter, ein Neuwieder Theaterverein, in Kulisse und Technik mehr als 10.000 Euro gesteckt. Wir haben es selber irgendwann gespielt in einigen Großstädten. Und dann haben wir gesagt, okay, da setzen wir noch eine Schippe drauf und das kriegen wir hin. Und dann haben wir über ein Jahr gearbeitet und sehr viel Zeit, Geld und Nerven da reingesteckt. Und dabei ist das rausgekommen. Wir sind ganz, ganz glücklich. Das Team konnte sich schließlich befreien, aber leider nicht in der vorgegebenen Zeit von 66 Minuten. Ja, cool. Aber man, ihr habt 20 Sekunden oder so vielleicht noch gebraucht, dann hätte das gehabt, ne? Ach, ärgerlich. Ja. Man guckt irgendwann auf die Uhr, 5 Minuten, okay, wir müssen weitermachen. Und dann geht die Zeit immer weiter runter und dann kommt man in diese Hektik. Man hatte da so viele Schlösser, man wusste jetzt nicht, welches mache ich auf, welche Zahlenkombination brauche ich. Mit 67 Minuten hätten wir es ja hinbekommen. Aber wirklich, wir haben die Türklinke dann am Ende nicht gefunden. Und das war, also sonst, das war super. Ich bin immer noch total... Also es kommt einem gar nicht vor wie 66 Minuten, mir kommt es vor, als wäre mit 10 Minuten drin gewesen. Also die Zeit geht rasend schnell vorbei da drin, ist auch richtig gut. Und gewinnen ist beim Live-Escape-Game nicht alles. Der Weg ist das Ziel. Gespielt werden kann jeden Tag zwischen 10 und 20 Uhr. Die Teams müssen sich aber vorher anmelden. Und je nach Teamgröße kostet der Spaß zwischen 21 und 28 Euro pro Person.